Schwäbischer Landkreisumfahrt vom 3. bis zum 5. September 2021, Tag 3. So, wir haben fast ausgeschlafen. Vielen Dank nochmal an die Lux Sports Bar hier in Crailsheim. Wir machen uns jetzt auf Richtung Jagstheim. So, wir fahren jetzt gerade aus Jagstheim wieder raus an den Bahngleisen entlang. Auch eine wunderschöne Strecke. Und über unsere Köpfe sind gerade noch zwei Störche geflogen. Der Weg führt natürlich nicht nur durch Ortschaften, sondern auch durch wunderschöne Wälder. Jetzt sind wir wohl kurz mal in der Türkei angelangt. Das war jetzt eine richtig coole Strecke durch den Wald. 2,2 Kilometer ging es nur geradeaus. Das war aus Großenberg raus. Jetzt biegen wir hier rechts ab, weil wir fahren zur... Wir fahren zur Römen Sägemühle. Ja, aber wir sind viel zu schnell. Jetzt geht's weiter nach Bülotzell. Ich hab gerade nur irgendwas Auer rufen hören. Was war das? Der Ast ist mir gerade einfach auf den Kopf gefallen. Von da oben? Ja. Hast du doch nicht weh bei so einem Ästchen, oder? Wir sind jetzt hier in Winzenweiler ankommen und machen Pause und kriegen auch was Leckeres zu essen, nämlich von Da Alberto aus Crailsheim. Dankeschön. So, wir haben jetzt richtig gut gegessen. Danke nochmal an das Restaurant Da Alberto in Crailsheim. Wie ihr seht, das Mittagstief hat auch schon eingesetzt. Wir machen uns jetzt aber gleich weiter auf den Weg zum letzten Abschnitt in Richtung Galdorf, nochmal zum Röderturm und dann geht's zurück nach Schwäbisch Hall. Fabi, was ist das jetzt eigentlich hier schon wieder? Ja, der Weg ist nicht gemacht für Fahrräder. Ich glaube, wir würden eher hochlaufen. Fabi, wir haben es geschafft. Ja, zum Schluss war es richtig anstrengend, aber Chaka Nils. Der Landkreis ist umrundet. Richtig gut. Jetzt geht's zurück nach Schwäbisch Hall, oder? Richtig Bock. Wir sind während unserer Fahrt ganz schön vielen Windkrafträdern begegnet.
Das hier ist jetzt in der Kohlenstraße und gehört zu den Stadtwerken Schwäbisch Hall. Hier sind noch 5 weitere an dem Standort und das ist ein super Beispiel für Stromerzeugung hier in der Region. Ihr seht die Farbe da unten stehen, die ist ganz klein im Vergleich. Die Nabenhöhe ist nämlich 137 Meter und der Rotordurchmesser ist 126 Meter. So, wir trinken jetzt noch einen Schluck. Und Nils, weißt du was, ich bin richtig begeistert. Das sind ja die Flaschen von der Stadtwerke. Ja. Die sind aus Glas und die haben einfach unsere 3 Tage überlebt. Die waren die ganze Zeit im Hänger. Die waren die ganze Zeit da drin. Hätte gut sein können, dass die kaputt gehen. Aber man sieht, auch Glas hebt. Ja. Und es sind die Jubiläumsflaschen zum 50. Jubiläum von Stadtwerken. Also wir sind ja kurz vorm Ziel. Auf unseren letzten Kilometern auch noch das. Baustelle. Herzlich willkommen jetzt hier bei den Stadtwerken. Eine Riesentour hinter euch rein. Ja, Wahnsinn. Ja, ihr seid an der Windkraftanlage vorbeigekommen, habe ich auf Instagram gesehen. Genau, ja. Jetzt gerade eben, oder? Jetzt gerade eben bei der Kohlenstraße. Kein Fake? Nee, ohne Scheiß, wir haben es auf Video. Ja, top, cool. Erzähl mir doch mal ein bisschen was über die Windkraftwerke. Ja, das ist halt für uns ganz wichtiger Beitrag für die erneuerbare Energien hier in der Region. Die machen über 10% im Gesamtbedarf hier in Schwäbisch Hall. Und ist mit ein ganz, ganz wesentlicher Baustein für uns, weil wir eben das Thema erneuerbare Energien, das Thema Nachhaltigkeit ganz massiv bewegen. Mhm. Was hat das für Vorteile für euch? Für uns ist das eine Investition in die Zukunft. Also das Thema erneuerbare Energien ist ein Muss. Wir müssen mit dem Klimawandel umgehen, wir müssen was gegen den Klimawandel tun. Das heißt, wir brauchen erneuerbare Energien. Mhm. Und das insbesondere in so einer ländlichen Region wie Schwäbisch Hall halt natürlich mehr wie jetzt, also wir können mehr machen wie jetzt die in Stuttgart zum Beispiel, viel, viel mehr. Deswegen, also wir haben ja schon seit 2018 100% erneuerbare Energien erreicht für den Gesamtstrombedarf der Region. Wir machen aber trotzdem weiter, weil wir brauchen einfach mehr. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt was mit den Stadtwerken mache, dann mache ich auch was für den Klimaschutz? Im Prinzip ja, also an fast jeder Position. Also selbst wenn man jetzt im kaufmännischen Bereich arbeitet, in einem Dienstleistungsgeschäft, was jetzt nicht direkt was mit der erneuerbaren Energieanlage zu tun hat, dann im Prinzip auch, weil mit den Erträgen, die wir da erwirtschaften, genau diese Projekte möglich machen. Mhm. Das ist das, was ihnen auch Spaß macht. Ja. Das ist echt sinnstiftend. Man arbeitet da aktiv an dem Thema Klimawandel. Gegen den Klimawandel. Nicht am Klimawandel, gegen den Klimawandel. Wenn man jetzt dafür arbeiten möchte, ja, was kann man denn bei euch arbeiten? Also wir haben ganz unterschiedlichste Berufsfelder, offene Stellen im Bereich der kaufmännischen Berufe, der technischen Berufe. Das geht bis hin zum dualen Studium, Versorgungswirtschaft, aber auch Dienstleistungsmanagement haben wir. Und natürlich auch insbesondere das Thema IT, weil Energiewende ist nicht nur Energiewende in der Erzeugung, es kommt auch immer mehr in der Digitalisierung, es passiert immer mehr auf diesem Bereich und deswegen ist für uns das Thema IT, IT-Ausbildung, IT-Berufe auch extrem wichtig. Was heißt IT-Berufe? IT-Berufe sind bei uns also Administratoren klassisch, ja, aber auch eben sogar bis rein in die Anwendungsentwicklung, also wo wir einfach Leute haben, weil wir sehr viele Lösungen bei uns im Haushalt auch selber gebaut haben. Das heißt, das Feld ist extrem breit, also wirklich alles, was man sich rund um das Thema Informationstechnik vorstellen kann. Deswegen bilden wir da auch aus in ganz unterschiedlichen Berufen, um den Nachwuchs fit zu machen, unseren eigenen Nachwuchs fit zu machen für die Herausforderungen der Zukunft. Also einfach mal reingucken in der Karriere, also Bundesseite www.stadtwerke-hall.de/karriere. Da sind jede Menge Ausbildungsberufe auch noch offen, Stellen offen, IT-Stellen offen. Kann man gerne mal reingucken. Thomas, dann danke, dass du uns hier nochmal empfangen hast bei den Stadtwerken Schwäbisch Hall. Wo müssen wir jetzt weiter? Gerne. Ihr fahrt jetzt einfach am Kocher entlang rein Richtung Innenstadt. Es ist auch gleichzeitig zufälligerweise der erste Teil unserer Action-Bauen-Tour. Wir haben anlässlich des 50-jährigen Jubiläums eine digitale Schnitzeljagd. Einmal rund um Schwäbisch Hall, nicht um den Landkreis, das was ihr gemacht habt, das wäre etwas zu weit. Wir begnügen uns mit um Schwäbisch Hall rum und das ist der erste Teilabschnitt. Startet im Kocherfeld, endet im Prinzip da, wo ihr auch endet, am Globtheater. Ja, einfach dem Kocher, dem Wasser abwärts folgend. Das gucken wir uns jetzt an. Wir sind jetzt hier in den Ackeranlagen und hier ist so ein Schlüsselkästle von der Actionbauen-Tour von den Stadtwerken. Und mit den richtigen Lösungswörtern kann man sich auf der Stadtwerke-Homepage auch noch Sachen raussuchen. Genau. Und die App von der Actionbauen-Tour, die findet ihr auch auf der Seite von den Stadtwerken.
Was gibt's denn als erstes Getränk? Jetzt gibt's erstmal einen Scholle Weiß-Sauer. Aber ich habe schon wieder kein Geld mehr dabei. Ich muss nochmal zur Sparkasse. Aber noch kurzer Fun-Fact: Sparkasse Schwäbisch Hall Crailsheim, die gibt's schon seit 165 Jahren. Hier findet man einfach immer eine Bank. Kilometer, 3 Tage, 3680 Höhenmeter. Die Schwäbisch Haller Landkreisumfahrt vom 3. bis zum 5. September 2021.